Ich habe ja mal vor einem Jahr hier auf dem Kanal einen Tresor gebaut. Und dann schauen wir mal, wer der Erste ist, der sich hier an meinen Tresor wagt und versucht, meine Linksbonbons zu klauen. So. Das Ding ist idiotensicher. Nee, ich kaufe mir einfach meine eigenen. Und zwar den hier. Der Grund dafür war, dass ich meine Kaugummis und meine Bonbons vor Thomas und Pascal verstecken wollte. Und das hat mit dem Ding hier auch super funktioniert. Jetzt habe ich mir aber gedacht, warum nicht den Hallo, Junge, Junge. Jetzt habe ich mir gedacht, warum nicht den Kaugummibedarf hier im Büro ausnutzen und damit passives Einkommen generieren. Und zwar mit einem Kaugummiautomaten. Schon diebstahlsicher. Ja. Bei der Recherche, wie ein Kaugummiautomat funktioniert, habe ich diesen Mechanismus hier gefunden. Perfekt, um ihn in meinen Kaugummiautomaten einzubauen. Wir drucken jetzt natürlich nicht den ganzen Automaten, den ihr hier seht. Mein Automat soll später aus massivem Eichenholz sein. Das macht meiner Meinung nach einfach optisch mehr her und auch mehr Spaß zum Bauen. Und diesen Mechanismus habe ich jetzt hier ausgedruckt aus dem 3D-Drucker. Jetzt müssen wir nur noch zusammenbasteln und schauen, wie das Ganze so funktioniert und ob das Ganze überhaupt mit 50 Cent funktioniert. Das Teil hat nämlich ein Amerikaner entwickelt und deswegen ist es ausgelegt auf Quarters, Vierteldollar. Aber meine Recherchen haben ergeben, dass Quarters genau den gleichen Durchmesser haben wie 50 Cent auf Zehntel ungefähr, sind allerdings nicht so dick wie 50 Cent. Ja, die Preisgestaltung hat sich ja somit auch erledigt, weil bei uns wird später ein Kaugummi 50 Cent kosten. Das ist der totale Wucher. Um dieses ganze Ding jetzt zusammenzubauen, brauchen wir eigentlich nur noch Sekundenkleber. Und immer wenn wir mit Sekundenkleber arbeiten, Schutzbrille. Ich spreche da aus Erfahrung. Erfahrungen, die ich nicht machen hätte wollen, die keiner von euch machen will. Hier drauf und hier drauf. Ja! Schon wieder an die Finger. Okay, legen wir zur Seite, lassen aushärten. Der Kollege, hier ein bisschen Sekundenkleber, hier ein Tröpfchen, da ein bisschen. Brauchen wir nicht. Kommt das hier so zusammen? Dieser Sekundenkleber ist überall. Der trocknet einfach nicht. Der trocknet einfach nicht. Oh, Tirator. Er kommt also hier rein, dann kommt diese Trommel da hinten drauf. Oh, ja, die ist drin. Gut, und dann kommt hier vorne dieser Drehgriff drauf. Also so sitzt dieser Mechanismus später in unserem Automaten drin. Der funktioniert jetzt wie folgt. Man nehme einen Quarter, steckt diesen Quarter dann von vorne in diesen Automaten rein. Dadurch werden diese Pins hier hinten auseinander gedrückt und diese Trommel dreht sich. Man dreht, dann fällt der Quarter raus, unten fällt der Kaugummi raus, man dreht weiter und es ist wieder verriegelt. Das ist so genial, wirklich Respekt an den Typen, der diesen Mechanismus entwickelt hat. Funktioniert das Ganze jetzt aber auch mit 50 Cent, probieren wir jetzt aus, dieser Mechanismus entriegelt sich. Funktioniert einfach. Bam! Das ist genial. Jetzt fehlt natürlich noch der Automat, wo wir diesen Mechanismus hier einbauen können. Und dafür hocken wir uns jetzt nochmal ins CAD. Jetzt hat der Dude, der diesen Mechanismus entwickelt hat, ja auch einen Automaten zum Ausdrucken. Weil mein Automat aber aus Massivholz sein soll, muss ich mir da wohl selbst was konstruieren. Also hier und da ein paar Platten, ein paar Löcher rein und fertig sieht das Ganze so aus. Ich hoffe übrigens, die Audioqualität ist einigermaßen in Ordnung. Ich habe es gerade gecheckt. Die sind so klein, die gehen oft verloren. Dieses Mikrofon, speziell dieses, haben wir gefunden in Thomas Trockner. Ergo war das Ding davor schon in der Waschmaschine, hat scheinbar die überlebt und den Trockner offensichtlich auch. Wenn der Ton irgendwann RIP geht, dann bedankt euch bei Thomas. Für unseren Automaten brauchen wir jetzt erstmal so einen Holzkasten, mehr oder weniger. Dafür habe ich hier einen Zuschnittplan und den werden wir jetzt an der Tischkreissäge verwirklichen. Benutzen werde ich dafür wieder akustikales Eichenholz. Also ab geht's. Hier habe ich jetzt meinen Holzzuschnitt, alles was wir brauchen. Fehlen nur noch ein paar Bohrungen. Deswegen habe ich mir jetzt hier nochmal so eine technische Zeichnung ausgedruckt, damit ich weiß, wo wir jetzt die Löcher hin machen. Da spannen wir uns den Kollegen mal ein, dass uns der nicht in der Gegend rumfliegt. Dann
Nehmen wir 35er Forstner Bohrer. Ja, und dann ab damit. Loch Nummer 1 ist fertig. Loch Nummer 2 ist jetzt gar kein Loch, sondern eine Tasche. Also im Prinzip ein Loch, das nicht einmal ganz durchs Holz geht. Dafür brauchen wir einen 60er Forstner Bohrer. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass das Teil jetzt bei einer 35er Bohrer schon Probleme hat, dass das mit diesem 60er Forstner Bohrer erstmal mega sketchy und äußerst interessant wird. Ah ja. Hallo. Das ist ein Problem. Diese Tischbohrmaschine hat kein Schmalz. Ich bin hier eh schon in der kleinsten Übersetzung, also in der, wo sie eigentlich am meisten Kraft und Drehmoment hat. Ist jetzt in meinem Fall kein Problem. Ich muss es halt jetzt an der CNC machen. Für alle anderen, die jetzt keine CNC haben, ihr habt hoffentlich eine bessere Tischbohrmaschine. Ich bin der Manuel und ich habe einen Globus gebaut. Ist ja wirklich kein Geheimnis, dass es mir mega Spaß macht, mit Holz zu arbeiten. Das einzige Problem ist jetzt aber, dass da ab und zu mal was schief läuft oder es dann doch teurer wird als gedacht. Das kann dir mit Magic Holz, dem Sponsor des heutigen Videos, nicht passieren. Schaut euch mal diesen mega nicen Luminous Globus von Magic Holz an, den ich selber zusammengebaut habe. Ja, ich klingt so, als wäre ich mega unfähig. Das ist ein super detailliertes 3D-Puzzle, komplett aus Holz. Dadurch fühlt er sich mega wertig an und ist auch noch richtig stabil. Und mit der verbauten LED bringt man ihn am Ende sogar noch zum Leuchten. Magic Holz hat eine riesen Auswahl an vielen solcher Modelle. Ob Murmelbahn oder Rätselbox, da gibt es so einiges zum Tüfteln, was sich auch super als Geschenk eignet. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit eine super Idee für Leute, die sich gern kreativ austoben. Wenn ihr den Rabattcode TOMRY benutzt, gibt es 15% auf alle Produkte. Der Code funktioniert sogar auf bereits reduzierte Artikel. Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt, um sich so ein Teil zu gönnen. Und es gibt noch was Besonderes. Zwei von euch bekommen die komplette Bestellung erstattet, wenn ihr mindestens 80 Euro mit dem Code ausgibt. Also klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und nutzt unbedingt den Code TOMRY bei eurer Bestellung. Schon gut geworden und hab ich zusammengebaut. Ich. Und schon ist die Fräseabfahr bereit. So, erstes Loch ist hier drin, ist genau dieses hier. Jetzt haben wir hier noch so einen Gameboy. Und dieser Gameboy muss jetzt in die Front unseres Kaugummiautomaten. Und an die Leute, die keine Ahnung von CNC haben, man schmeißt dieses Teil hier nicht einfach rein, drückt da Start und es ist fertig. Das ist schon Arbeit. Also wenn ihr jetzt einen Freund im Freundeskreis habt, ja, der Fräser ist, der arbeitet auch. Der steht nicht nur an so einer CNC und drückt da Start und Stopp. So stellen sich, glaube ich, nämlich die meisten eine CNC vor. Wirfst da so ein Stück Material rein, drückst Start und dann wird schon was Gescheites bei rauskommen. Und weiter kann gefräst werden. Fertig ist unser letztes Teil aus der CNC. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Hölzer verleime, die keine Gärung haben. Die kann man hier so runterklappen und hinterher bumm, klappe ich die einfach hoch. Super Plan. Kann ich einfach alles aufklappen. Überall Leim reinbatzeln. Also. Schön dezent Leim, den batzt es überall raus. Schraubzwingen kann man nie genug haben. Wir haben zu wenig. Schauen wir mal, ob das was geworden ist oder ob hier gleich einfach alles auseinanderfällt, wenn ich die Zwingen hier wegmache. Naja, das schaut ja super aus. Hervorragend. Fehlt noch die Rückwand. Hat der dann einfach 1000 Grad, Alter. Warum kann man sich den Scheiß eigentlich nicht merken, dass Bohrer und Schrauben ungefähr 1000 Grad kriegen, wenn man die benutzt? Und die Rundungen machen wir jetzt hier an der Oberfräse mit diesem
gigantonomischen 20 mm Radiusfräser, den ich natürlich nicht auf voller Zustellung darauf erstmal durchhau, sondern wir machen das nach und nach ganz vorsichtig, damit auch keiner zu Schaden kommt. Jetzt fehlen hier aber noch ein paar Bauteile für das Innere meines Automaten. Zum einen dieser Trichter hier, der dafür sorgt, dass die Kaugummis auf ihren Weg durch den Automaten am Ziel ankommen. Und zusätzlich noch ein Fenster aus Plexiglas, hinter dem später die Kaugummis Platz finden. Um dem Kasten jetzt noch optisch den letzten Schliff zu verpassen, spendiere ich ihm eine Ladung Öl. Erst richtig saftig einpinseln, bisschen trocknen lassen und dann das überschüssige Öl wieder abwischen. Das Öl ist jetzt ausgehärtet und die restlichen Bauteile sind jetzt auch fertig. Bisschen Sekundenkleber und Aktivator und mehr braucht man schon gar nicht mehr. Jetzt hat diese Trommel hier, die diese Kaugummis durch den Automaten geleitet, hier so ein Riesenfach und da passen mehr als ein Kaugummi rein, ja? Jetzt bin ich aber nicht Mutter Teresa, sondern ich will damit Geld verdienen. Also habe ich hier ein Reduktionsstück, das man hier reinlegen kann und jetzt passt da nur noch ein Kaugummi rein, ausgestattet mit jeglicher Schutzausrüstung. Kleben wir jetzt dieses ganze Zeug hier zusammen. In den Automaten oder in den Holzkasten kommt jetzt diese schöne Plexiglasscheibe. Drehen wir den Spaß mal um. Und von vorne kommt rein erstmal diese Trommel hier und dieses Schmuckstück an 3D-Druck. Ja, perfekt. Und dann kriege ich jetzt einfach diese Pins hier fest. Der Mechanismus ist jetzt drin, dreht sich auch noch. Aber jetzt kommen wir zum Star der Show. Die Kaugummis. Diese Rückwand ist ja jetzt quasi unsere Serviceklappe. Das heißt, wollen wir später Geld entnehmen oder die Kaugummis auffüllen, kommen wir wieder an diesen Ursprungszustand. Jawoll! Randvoll! Und dann schauen wir den Automaten auch schon zu. Ja, geil! Sieht's noch mehr aus wie so ein Teletubby-Handy oder so. Fehlt nur noch unser Griff. So, ja. Bisschen von dem guten Zeug. Und somit ist mein Kaugummi-Automat fertig. Noch nicht ganz. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, ja genau so wie ich den hier jetzt zugeschraubt habe, kann jetzt jeder x-beliebige herkommen und den einfach noch fester zuschrauben, nein. Auch wieder aufschrauben. Aber dafür bauen wir jetzt auch noch was Schönes. Dass jetzt keiner herkommt und den Kaugummiautomaten aufschrauben kann, braucht es noch einen Verschlussmechanismus. Den baue ich mir aus diesen drei Sachen hier, die ich im Baumarkt gefunden habe. Und diesen Mechanismus schraube ich jetzt an meinem Automaten fest. Einmal. Zweimal. Geil. Pascals Arbeitsplatz. Thomas Arbeitsplatz. Ich hänge den Automaten jetzt einfach hier an die Wand. Hier laufen die tagtäglich mindestens 5-mal vorbei und kaufen sich dann hoffentlich jedes Mal ein Kaugummi, wenn sie hier vorbeirennen. Einmal das Scharnier hier. Er sollte halt halbwegs gerade sein. Einmal hier. Dann klappt man den so hoch und landet hier, ja. Jetzt komme ich endlich auch mal in den Genuss von unserem neuen Schlagschrauber. Also Dübel rein und rein da in die Wand. Jetzt kann man diesen Automaten einfach runterklappen und da hängt er. Zwei Dübel und diese Öse. Fehlt noch was und zwar ein Schloss, damit den jetzt nicht hier einfach jeder runterklappen kann, den dann aufschraubt und sich da Kaugummis oder mein hart erarbeitetes Geld rausholt. Und den Schlüssel behalte ich. Und jetzt ist dieser Kaugummiautomat an Ort und Stelle. Und nur noch ich habe Zugriff, zumindest auf kostenlosen Wege an Kaugummis zu kommen. Und zur Einweihung von dem Ding nehme ich mir jetzt erstmal Kaugummi. Ich habe hier 50 Cent. Stecke ich jetzt hier rein. Halt meine Hand hier unten hin. Und krieg einen Kaugummi. Genial. Digga, 50 Cent für ein Kaugummi tut schon weh. Ist schon eine wilde Preisgestaltung. Aber wenn die Jungs jetzt hier fleißig Kaugummis kaufen. Ich find's immer noch so bescheuert. Die einfach Kaugummis für 50 Cent zu verkaufen. Das ist übel gut.
Piep. Eine Bedienungsanleitung bedienen müssen, oder was? Ja, ich... Ich dachte, das ist... Was ist denn, wenn es auch schon wartet? Warum willst du es da einfach raus? Das ist... Geil. Danke. Jetzt habe ich 50 Cent weniger. Stimmt. Oh Mann. Na gut. Also das Ding, ich habe es gerade gesehen. Sieht mega geil aus. Ich habe gerade 50 Cent geholt. 50 Cent, ja? Schon ein bisschen teuer für so ein Ding. Der ist jetzt auf deine Arbeitshose draufgefallen, oder was? Das ist geil. Oha. Denkst du nicht, dass da irgendwie 20 Cent angebrachter gewesen wäre? Nee, ich finde das völlig legitim. Manu, gib mir die 50 Cent zurück. Er hat mich aber. Oha, schon Diebstahl sicher. Ja. Also nicht Vandalismus sicher, aber. Du schuldest mir noch einen. Danke auch nochmal an Magic Holz für Sponsoren des heutigen Videos. Und wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, was aus Holz zu basteln, dann checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Klappe die dritte. Klappe.